Und willkommen zurück bei Slender. Versuch Nummer 3. Im letzten Versuch haben wir 5 Seiten einsammeln können. Ja, eigentlich eine sehr gute, ein sehr guter Anfang. Und vielleicht schaffe ich sogar die ein oder andere Seite mehr. Wer weiß das schon. So, also unser Ziel ist natürlich wieder 8 Seiten. Aber ich sehe es eher logischer an. Wir werden nicht alle 8 einsammeln können. Denn der Slender, der ist zu aggressiv. Und unser Charakter hat dann irgendwann keine Puste mehr und dann war's dit. So. Noch ist alles still. Kein Slender in Sicht. Ich versuche wieder in Richtung des Hauses zu gehen. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Pfad. Da vorne sind wieder die Öltanks. Leider rendert YouTube bzw. mein Programm das viel zu schlecht, sodass alles ziemlich dunkel erscheint und die Dinge, die ich sehen kann, eher dunkel sind. Hui, jetzt gehen wir wieder in das Haus. Wie gesagt, ich habe hier eine Phobie. Alter, also um der Ecke stand. Nee. Da habe ich gedacht, ach du heilige Wurst. So, hier ist nichts. Hier sind ich glaube, hier sind 3 Räume, nee, 1, 2, 3, 4 Räume, wo ein Zettel drin sein könnte. Und in einem ist immer was, das weiß ich. So, in Raum Nummer 2 war kein Zettel. Und ich weiß auch, nach circa 7 Minuten meldet sich der Slender. Und dann will ich ja nicht mehr drin sein. Da ist ein Zettel. Always watches, no eyes. Und es fängt an mit dem Bass. Übrigens stand auf dem Zettel, nicht in die Augen gucken, überall anders sind, aber nicht in die Augen. Ah, Mann, ey. Jetzt fängt das schon wieder an. Leichte Panik. Wo ist der? Das stellen wir uns die Frage. Und beim Öltank ist auf jeden Fall eigentlich immer eine Seite. Vielleicht hätte ich zuerst zu den Öltanks gehen sollen. Und dort gucken sollen, ob da Seiten sind. Ach du Kacke. Ich habe so ein bisschen Panik. Weil ich weiß, dass der Slender hinterhältig ist. Die zweite Seite. Help me. Hilf mir. Was? Wo war der? Oh Gott. Was? Was ist mit dem los? Der ist aber heute aktiv und ich habe mich übelst erschreckt. Vor allem, weil dieses Feeling hier so heftig ist. Da ist er. Das Feeling, das ist echt heftig. Alles laut gestellt. Es ist dunkel draußen. Und ich bin alleine. Und ich habe das Gefühl, der Slender, der ist aggressiv heute. Er hat vielleicht schlecht gefrühstückt. Wo ist er denn? Da ist er. Bist nicht, bleib so, denn dann kann er sich nicht bewegen. Oder? Ah, da war eine Seite. Don't look or it takes you. Nicht gucken. Oder schnappt euch. Scheiße, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, diese Wörter sollte ich nicht sagen, wie scheiße oder Mist. Aber ich muss es sagen. Oh, da ist er. Ich glaube, wenn ich von dieser. Wo ist er jetzt hin? Das ist unglaublich. Incredible. Oh, scheiße, ich weiß, ich weiß. Er zwingt mich, die Wörter mal zu sagen. Pisser, du Pisser, du Pisser. Du Pisser, ey, geh. Verrecke, du Arschteile. Komm, ich verprügel dich, ey. Oh Gott, der erschreckt mich. Das macht er mit Absicht. Wo ist er nur?
jetzt von vorne erscheinen. Oder er ist hinter mir, da ist er. Gut. Aber wo ist? Ist hier ein Zettel? Mist, ich sehe kaum was. Da! Kendron. Ich gehe wieder zurück. Vielleicht ist er nicht die Richtung gegangen. Mich von hinten zu erschrecken. Oh mein Gott, das ist gerade so spannend. Er wollte mich austricksen, meine Leute. Meine Freunde. Er wollte mich austricksen. Da bist du. Er hat wieder ein bisschen aufgeholt. Ich glaube, wir haben vier Seiten. Hä? Scheiße, jetzt habe ich mich gerade irgendwie verschätzt. Wo bist du? Da bist du. Das wird auch erstmal die vorletzte. Okay, ich versuche jetzt mal die Sätze zu beenden. Aber der Slender, der ist immer so schnell. Das ist erstmal die letzte Folge Slender. Denn danach will ich ein anderes Projekt starten. Verdammt, wo ist er? Nein. Wo ist er hin? Kann ich nicht hinrennen und ihn irgendwie erdolchen oder so? Alter, das ist so unfair. Hä? Wo bist du? Ach, da bist du. Hoffentlich ist er jetzt noch hinter mir. Es kommt nicht aus der Ecke da raus. Da ist er, perfekt. So wollte ich's. Leave me alone, lass mich allein. So, fünf Seiten haben wir. Ui, die Musikkammer. Da ist er, direkt hinter mir. Jetzt baut der Druck auf. Können wir eine sechste Seite als haben? Ich glaub's nicht. Und sie. So, Moment. So. Was? Was war das denn? Halt nur. Ein Fernweggefährt. Immer Blickkontakt ein bisschen halten. Wir haben fünf Seiten. Wahrscheinlich seht ihr recht wenig. Ich sehe gar nichts, um ehrlich zu sein. Hä, was ist jetzt los? Scheiße. Was ist los hier? Ich weiß nicht, was ist los? Er hat mich. Okay, er hat mich eingesammelt. Ich weiß nicht, was passiert ist. Vor allem, wenn das Bild so verzerrt ist, weiß ich nicht. Hm? Sieht er mich jetzt? Vor allem, es war ja richtig heftig. Auf jeden Fall haben wir fünf Seiten. Ich überlege gerade. Ich hätte jetzt von den Öltanks weiter nach unten gehen sollen. Da war auf jeden Fall dann nochmal eine sechste Seite. Aber mein Rekord bleibt bestehen. Immer noch die fünfe. So, der dritte Versuch. Und wie gesagt, das ist erstmal die letzte Folge. Und ich denke mal, ich werde jetzt anstatt Slender ein anderes Horror-Game Let's Playen. Mal sehen, welches. Ich bin da noch so ein bisschen zerrissen und gucke mal, welches ich Let's Playen werde. Aber natürlich danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt euch auch mal ein paar Mal erschreckt. Auf jeden Fall tue ich unter dieses Video jetzt mal den Link zum Spiel, damit ihr das selbst mal spielen könnt und vielleicht euch ein eigenes Bild machen könnt, wie das so ist, wenn man das Let's Playt. Also, für mich war es relativ spannend, aber irgendwann, wenn man dann fünf Seiten hat, dann weiß man, die sechste sammelt man nicht ein und da will man sich am liebsten gleich dem Slender stellen, weil der, ach, aber ein paar Situationen, da muss ich ehrlich zugeben, da habe ich mich wirklich erschreckt, gleich am Anfang, da war der ja schon rechts und am Ende, da war er nicht mehr hinter mir und auf einmal war er rechts. Also, boah, der Slender, der hat's in sich, du. Auf jeden Fall ist das Spiel Slender, wie gesagt, kostenlos, könnt ihr euch runterziehen. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Bis zum nächsten Let's Play, Horror-Let's Play. Mal sehen, welches das ist. Ich werde es vielleicht nochmal vorher ankündigen, bevor das Video erscheint, damit ihr euch vorbereiten könnt. Also, bis dann. Tschüssi.